Big Direkt Gesund, der Podcast. Bei bis zu mehreren tausend Euro Selbstbeteiligung ist der Anreiz, Geld zu sparen, natürlich groß. Doch Dr. Jürgen Fedderwitz warnt davor, beim Zahnersatz nur aufs Geld zu schauen. Er ist Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Kurz gefasst, es ist unärztlich und es ist Patientenakquise. Aus einem ganz einfachen Grund. Sie brauchen heute, wenn Sie eine zweite Meinung, die ich immer empfehle, eine zweite Meinung für einen prothetischen Heil- und Kostenplan oder für eine andere Behandlung erhalten wollen, dann brauchen Sie dazu eine ärztliche Untersuchung. Sonst kann man das nicht angemessen und vernünftig machen. Außerdem hat er die Sorge, dass besonders an der Qualität des Materials gespart werden könnte oder dass in Billiglohnländern produziert wird. Da ist es so, dass im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung die Honoraranteile vielleicht ein Drittel der Gesamtkosten ausmachen und zwei Drittel sind Material- und Laborkosten. Diese Material- und Laborkosten sind sehr personalintensiv und deshalb sind sie immer dort billiger zu erkaufen, wo die Lohnkosten auch entsprechend niedriger sind. Das gilt in Europa, beispielsweise in Tschechien, in anderen östlich gelegenen Ländern. Das wird auf die Spitze getrieben durch Zahnersatz aus Fernost, aus China. Da kann man sehr viel sparen. Etwas anders sieht das Kai Vogel. Er ist Gesundheitsexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Für ihn bieten die Auktionsportale dem Patienten die Möglichkeit, Preise zu vergleichen. Sie würden eine gewisse Transparenz schaffen. Zum einen gibt es natürlich in Deutschland bei den Labormaterialkosten Unterschiede. Also das ist nicht immer gleich. Auch beim selben Material, also wenn alles identisch ist, kann es sein, dass das in München teurer ist als in Mecklenburg-Vorpommern oder in Düsseldorf oder andersherum. Man muss allerdings natürlich aufpassen, wenn man so ein Portal nutzt, dass man dann auch möglichst viele Informationen einstellt. Also wenn man keinen Zahnersatz aus dem Ausland möchte, sollte man das auch klar sagen. Allerdings würden die Angebote bei den Auktionen immer nur Kostenvoranschläge sein. Der tatsächlich zu zahlende Preis könnte sich während der Behandlung noch erhöhen. Um die Qualität der anbietenden Ärzte zu beurteilen, gäbe es zumindest Anhaltspunkte, so Kai Vogel. Die Portale, ich denke alle, die ich gesehen habe bislang, haben den Versuch, dass man seinen Zahnarzt, wenn man dann den Zahnersatz hat erstellen lassen, dort war, bewerten kann, ob er gut war oder schlecht. Das ist natürlich ein erster Indiz dafür, wie es aussieht. Ist der Arzt auch verlässlich? Fühlt man sich gut aufgehoben? Jedoch kann man gerade bei Zahnersatz die lang anhaltende Qualität der Arbeit oft erst nach Jahren beurteilen. Jürgen Fedderwitz von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung empfiehlt eine andere Möglichkeit. Sein Verband bietet im Internet unter zahnarzt-zweitmeinung.de eine neutrale und unabhängige Beratung, eine zweite Meinung. Das ist die Empfehlung, die wir jedem geben, weil wir einfach sagen, die ist dadurch, dass sie eben keine wirtschaftlichen Interessen im Hintergrund hat, die neutralste. Das sieht man daran, dass die Untersuchenden, die Zweitmeinung gebenden Ärzte anschließend auch nicht die Behandlung des Patienten übernehmen dürfen. Das ist berufsrechtlich so geregelt und das ist die beste Gewähr für den Patienten. Einen Tipp hat auch Kai Vogel von der Verbraucherzentrale NRW. Wer sich entscheidet, bei einer Zahnauktion mitzumachen, der sollte unbedingt beachten, dass eventuell noch zusätzliche Fahrtkosten anfallen. Wer zum Beispiel 5-mal von Hamburg nach München fährt, um sich ein Implantat herstellen und einsetzen zu lassen, der hat die Ersparnis der Auktion schnell wieder aufgebraucht.